Mein Name ist Frederik Grimm. Ich bin bei TQ Drives und mache da das Produktmanagement. TQ Drives entwickelt und fertigt Antriebstechnik für alle möglichen Branchen. Antriebstechnik sind alle Produkte, die elektrischen Strom in Bewegung umwandeln. Unser Ziel ist es, dass wir uns die Probleme der Kunden anhören und dann versuchen, wirklich deren Probleme zu lösen, deren Herausforderungen zu lösen. Nicht einfach das zu machen, was uns aufgetragen wird, sondern wirklich zu verstehen, um was geht es hier. Und dann die maßgeschneiderte Lösung dafür zu bieten. Bei TQ Drives stellen wir Elektromotoren aller Art her. Unser Kernprodukt sind Frameless-Motoren. Die schauen ungefähr so aus. Frameless-Motoren sind alles von dem Motor außer das Gehäuse und die Lage, also quasi der innerste Kern, wenn man so will, der Prozessor des Motors. Dadurch, dass unsere Produkte wirklich auf das Wesentliche reduziert sind, bieten sie eine wahnsinnig große Flexibilität. Also es ist für uns sehr einfach möglich, auf spezifische Wünsche einzugehen und ganz kurzfristig maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Grundsätzlich hat das Produkt aber auch Features, die, glaube ich, sehr einzigartig sind. Also das hat eine sehr hohe Drehmomentdichte, bedeutet viel Drehmoment, wenig Gewicht, wenig Volumen. Und damit können wir eben eine Reihe von Applikationen realisieren, die mit anderen Technologien und mit anderen Produkten nicht realisierbar wäre. Also der ILM ist ursprünglich zusammen mit dem DLR entwickelt worden. Das kam aus dem Zwang heraus, dass es am Markt keine Motoren gab, die stark genug waren, um Space-Applikationen abzubilden. Wie wir wissen, ist im Weltraum keine Schwerkraft, hier ist aber Schwerkraft. Das heißt, wir brauchen hier deutlich performantere Motoren als im Weltraum. Nachdem wir mit den Motoren über Jahre hinweg erfolgreich am Markt tätig waren, haben wir uns vor knapp 2 Jahren dazu entschieden, die Evolution von diesem Motor zu starten. Das ist der ILME. Der ILME macht eigentlich alles genauso gut wie der ILM, aber er räumt mit dessen Schwächen auf. Das heißt, er ist einfacher zu fertigen, er ist günstiger herzustellen und er ist auch in viel größeren Stückzahlen verfügbar. Das Ganze aber bei der gleichen Performance oder annähernd gleichen Performance wie der ILM. Unsere Motoren sind in allen Produkten, die wenig Gewicht benötigen und hohe Drehmomentdichte. Zum Beispiel in der Medizintechnik, in Satelliten, in Automatisierungslösungen und in der Logistik zu finden.